Hello everybody, this is Mr. Wallner again. This is our video lesson 4 today. We talk about Unit 9, Part 2, the second part. Yesterday, or I should say the last lesson, we talked about a young girl named Milase from South Africa. Today we talk about a boy named Curtis from Canada. And we also again, talk about a grammar topic, dürfen oder etwas nicht dürfen, to be allowed to. Okay. So, have a lot of fun. Hallo, Mr. Wallner ist wieder hier. Der zweite Teil diesmal unserer Unit 9 Reihe. Diesmal sprechen wir über einen Bub namens Curtis aus Kanada. Letzte Stunde haben wir über das Mädchen Milase aus Südafrika gesprochen. Und wir wiederholen das Grammatikthema etwas dürfen, etwas nicht dürfen. To be allowed to. Viel Spaß! So, this is what we did yesterday. To be allowed to, etwas dürfen. Wenn du etwas tun darfst, sagst du, I am allowed to drink. He is allowed to drive. Du verwendest die Form von allowed to. Das heißt, dürfen. Ich darf etwas tun. Wenn du etwas nicht tun darfst, I'm not allowed to drink. He is not allowed to drive. So, warum verwende ich jetzt diese Form allowed to? Ihr kennt das vielleicht aus dem Unterricht, wenn ihr fragen wollt, ob ihr etwas tun dürft. Deine Frage lautet dann, may I drink? May I go to the toilet? Das Wort may verwendest du, was ja dürfen heißt. Ja, also der, zum Beispiel der Satz, ich darf Fußball spielen. I may play football. Ja? Es gibt für dieses Wort may eine Ersatzform. Die kannst du auch verwenden. Allowed to. Du kannst sagen, I may play football oder I am allowed to play football. Das bedeutet ein und dasselbe. Warum verwenden wir jetzt aber eine, warum brauchen wir eine Ersatzform? Wir brauchen eine Ersatzform, weil es das Wörtchen may in der Vergangenheit nicht gibt. Also wenn du einen Satz in der Vergangenheit sagen möchtest oder in der Zukunft, will future, dann kannst du das Wort may nicht verwenden. Du kannst aber aus dem Wort allowed to eine Form in der Vergangenheit machen und eine Form für die Zukunft bilden. Also aus I am allowed to wird in der Vergangenheit I was allowed to und in der Zukunft I will be allowed to. Das ist der Grund, warum es diese Ersatzform gibt. Weil du kannst den Satz I may play football nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft ausdrücken mit dem Wort may. Okay, let's do an exercise to get warm with the word allowed to and how to use it in sentences. Also wir machen eine Übung, um mit den Wörtchen ein bisschen warm zu werden, um es auch in Sätzen verwenden zu können. Okay, you have a subject. You have the form of to be and allowed to, and you have a verb. And now you have to put these words into the correct box. She is a subject. We is also a subject. You see, subjects are persons and descriptions for people. Have. It's not a form of allowed to. It's a verb. And it's a verb in the first form. So you put it here in this box. Play. Spielen. Auch spielen ist ein Zeitwort in der ersten Form. Play, played, played. It's a verb. Are allowed to.
This is a form of allowed to. And you have the form of to be are here. Mark, you could say it's a he. It's a subject, a person. I is also a subject. Susan and Tom, two people, still a subject. He is also a subject. By, kaufen, a verb in the first form. Dance, a verb in the first form. Is allowed to, another form of allowed to, with the form of to be, is. My friend is a subject. Go is a verb. Sing is a verb. It, he, she, it. It's also a subject. For example, my dog. Our teacher. He, she, subject. Am allowed to, a form of allowed to, with the word am as the form of to be. Same here. Are allowed to, we already had this. And is allowed to, we already had this. So now I'm finished. I check if it's correct. And you see everything is green. You can do this exercise on your own if you follow the link. Du kannst diese Übung auch machen. Du folgst einfach dem Link in der Beschreibung. Und drück jetzt mal Pause und probier mal diese Übung selber. Komm dann wieder hier zurück und wir machen dann weiter. Okay, welcome back. Let's try to build sentences here. Let's begin with the word he. Now, let's begin with I. I. Which form would you take? Which form of those goes with I? I am allowed to, I is allowed to, or I are allowed to. It's correct. I am allowed to. I am allowed to have a party. I am allowed to play soccer in the evening. I am allowed to go to the cinema at night, for example. Okay, let's take she or he or it. He, she, it. He, she, it, das S muss mit, wie du weißt. Für he, she und it verwendest du are oder is? Richtig, is. He is allowed to have a party. He is allowed to play soccer in the evening. She is allowed to go dancing at night. It, zum Beispiel der Hund, it is allowed to play with the huge ball. Du könntest statt dem he aber auch sagen Mark. Mark is allowed to have a party. Mark is allowed to go dancing. Oder du könntest sagen statt sie könntest du auch sagen mein Freund. My friend is allowed to go to a dinner. My friend is allowed to play the guitar at night. Und, oder du könntest auch statt he, our teacher sagen. Oder Mr. Wallner. Our teacher is allowed to buy some funny games. Our teacher is allowed to dance on the table. Und wir haben auch Mehrzahl. We oder Susan and Tom. Und bei der Mehrzahl verwendest du are. Are allowed to. We are allowed to buy expensive stuff. Susan and Tom are allowed to play in the garden.
Ja. Also das ist eine Möglichkeit, wie du hier Sätze bilden kannst. Zur Übung. So, now let's talk about the teenager I promised you earlier, named Curtis. It's in your student's book on page 93. So it's this text here. And first, let's take a look at a graphic story about this text. Lean back and just listen to it. Meet Curtis. My name's Curtis. I live near Whitehorse, Canada, a town of about 25,000 people. Both my parents work. My dad's a Mountie, a policeman with the Royal Canadian Mounted Police. So this is a Mountie. It's a policeman in Canada. And they ride on horses. My mother's a dentist. My dad has two guns at home. I'm not allowed to touch them when dad's not there. My dad has taught me to shoot. Sometimes we go hunting for deer. I'm not allowed to go hunting without him. So the mother's a dentist and his father has two guns at home and he isn't allowed to touch them. Also er darf sie nicht angreifen. Sometimes they go hunting for deer, also manchmal gehen sie auch jagen nach Wild. Und I'm not allowed to go hunting without him. Er darf nicht ohne den Vater jagen gehen. In winter, it's very cold in Whitehorse, and there's a lot of snow. I love the winter. It's great fun to ride the snowmobile, but I'm not allowed to drive too far into the woods. He loves to ride the snowmobile, but he isn't allowed to drive too far into the woods. Er darf nicht zu weit in die Wälder hineinfahren. Last year, Dad helped me and my friend Charlie to build an igloo on the frozen Yukon River. The best thing was that our parents allowed us to spend a night in the igloo. We weren't afraid because there were no grizzly bears. They sleep all winter. Sie durften auf dem gefrorenen Yukon River, auf dem gefrorenen Fluss, ein Igloo bauen. Und das Beste war dran, die Eltern haben es ihnen erlaubt, die Nacht dort zu verbringen. Also sie durften die Nacht dort verbringen. Sie hatten keine Angst, weil es gab dort keine Grizzlies, Grizzlybären. Warum nicht? Die schlafen den Winter. Okay, back to the story, Meet Curtis. Now I want you to read the story and underline all forms of to be allowed to. Okay. Let's try to find the forms of allowed to. The first form of allowed to is I'm not allowed to touch them. My dad has two guns at home. Mein Vater hat zwei Gewehre zu Hause. But I'm not allowed to touch them. Aber ich darf sie nicht angreifen. Hier gibt es auch diesen Satz. But he doesn't let me go hunting without him. Dieses let könnte man auch ersetzen mit allowed to. I'm not allowed to go hunting without him. The next allowed to is I'm not allowed to drive too far into the woods. It's a great fun to ride the snowmobile, but I'm not allowed to drive too far into the woods. Ich darf nicht zu weit in die Wälder fahren. Our parents allowed us to spend a night in the igloo. Unsere Eltern erlaubten uns, eine Nacht im Igloo zu verbringen.
Wir durften von unseren Eltern aus die Nacht im Iglu verbringen. The next one is, I'm not allowed to watch TV after 9:30. I'm not allowed to watch TV. Ich darf nicht nach 9:30 Uhr fernschauen. And there's one other thing I'm not allowed to do. I'm not allowed to turn the volume of my stereo up. Ich darf meine Stereoanlage nicht laut aufdrehen. Okay, now to the second part. I want you to listen to the text again and try to use this as a listening comprehension. Also hör bitte mal zu, hör dir den Text an nochmal, ohne jetzt mitzulesen und versuch die Fragen zu beantworten. Das ist so wie eine Hörübung für dich jetzt. Unit 9, Exercise 5. Listen to the text. Meet Curtis. My name's Curtis. I live near Whitehorse, Canada, a town of about 25,000 people. Both my parents work. My dad's a Mountie, a policeman with the Royal Canadian Mounted Police, and my mother's a dentist. My dad has two guns at home, but I'm not allowed to touch them. My dad has taught me to shoot because sometimes we go hunting for deer, but he doesn't let me go hunting without him. In winter, it's very cold in Whitehorse, and there's a lot of snow. I love the winter. It's great fun to ride the snowmobile, but I'm not allowed to drive too far into the woods. My mom thinks I'll get lost out there. Last year, Dad helped me and my friend Charlie to build an igloo on the frozen Yukon River. The best thing was that our parents allowed us to spend a night in the igloo. We weren't afraid because the grizzly bears aren't around in the winter. They all sleep. But I think our parents were worried because they picked us up very early in the morning. When it snows a lot, I have to help Dad clear the snow in front of the house and the garage. I don't have to do any housework, but I have to tidy up my room. My room's quite big. I have a PC there, a stereo, and my own television. But I'm not allowed to watch TV after 9:30. There's one other thing I'm not allowed to do. Turn the volume of my stereo up full when my parents are at home. They say my music gives them a headache. Okay, du kannst es gern nochmal anhören, einfach zurückspulen. Lass dir jetzt ruhig Zeit, das auszufüllen. Die Nummer 7 bis 9 sind freie Antworten, die du für dich selbst beantworten musst. Dann drück jetzt Pause und wenn du fertig bist, kannst du dir die Lösungen anschauen. Okay, now the results. The population of Whitehorse is 20,000 is false. You can take a look, it's 25,000 people. Curtis' father works for the police is true. His mother works in a medical profession is also true. She's a dentist. Curtis is never allowed to go hunting alone. Er darf also nicht alleine jagen gehen. Last year, Curtis and his friends were allowed to build an igloo, camp in an igloo. Remember, they were allowed to build an igloo on the frozen Yukon River. Sie durften also das Iglo auf diesem gefrorenen Fluss Yukon bauen. And you don't see grizzly bears in winter, because they sleep in the winter. Where do you think you would find a text like this? Wo würdest du so eine Art von Text finden? Eine mögliche Antwort wäre zum Beispiel in einem Jugendmagazin, a youth magazine. How is your life similar or different from Curtis? Similar heißt gleich oder ähnlich und different heißt verschieden. Also wie ist dein Leben gleich oder verschieden zu Curtis Leben?
Darfst du vielleicht bestimmte Sachen auch, die er darf, oder darfst du auch bestimmte Sachen nicht, die er nicht darf? And what do you like better, summer or winter? And say why. Was magst du lieber, den Sommer oder den Winter, und sag warum. Okay, next we talk about teen activities. Activities teenagers do in their spare time, in their leisure time. Als nächstes sprechen wir über Freizeitaktivitäten, die Teenagers machen. Okay, you have this also in your student's book, but you have the answers here. I made an exercise out of this. So if you click on those green buttons, you can enter your idea. Also diese Übung hast du auch im student's book drinnen. Nur hier in dieser App, die dir auch unten verlinkt ist, kannst du direkt deine Lösungsvorschläge eingeben und dann auch gegenchecken, ob das richtig war. Ich möchte, dass du jetzt im Anschluss, wenn ich dir das erklärt habe, wie das geht, diese Übung machst. Wir machen ein Beispiel gemeinsam. Eins oder zwei. Let's start here with number four. You can see a girl with a nose stud, mit einem Nasenpiercing. If you click on this check mark, you can see some possible results. Dann kannst du hier ein paar mögliche Lösungen sehen. Eins davon ist richtig. So, to get a nose stud. Wenn du das ausgewählt hast, wird es hier automatisch auch hinzugefügt. Ja? Oder Nummer 6. Volume ist die Lautstärke. So you have to look for turn your music up really loud. And here it is. Okay, if you have done this to each of those pictures, hit the check button on the right hand side. And when it turns green, you have answered it correctly. So I want you to do this now. Let's go. Well done. You can find this exercise also in your student's book on page 96. Let me show you real quick. So page 96, this is the exercise in your student's book. Feel free to fill out your results just to make it stick in your brain. And the next two exercises are your homework. So two apps again, just as you did with the last homework, fill it out, hit the check button, and take a picture of your results and send it to me. Die nächsten beiden Übungen, wie bei den letzten Malen auch, wieder zwei Apps. Diesmal auch Ziel dieser Übung jetzt, die wir hier gerade gemacht haben, mit den Wörtern allowed to. Wie beim letzten Mal, mach die Übung fertig. Vergiss nicht, rechts unten dann auf den Check-Button zu drücken und schick mir diese Bilder dann im EduSchool. So, this is the first of the two tasks you have to do. You need just more three students book on page 96. And you have to tell me what you and your friend are or are not allowed to do. So you have those boxes here. If you click in one box, you have words to choose from. Just the Wörter, aus denen du wählen kannst. Es ist immer nur eines richtig. There's only one of them is true. So let's do the first sentence together. Bike without a helmet. Just remember, you did this already. I am
I are and I is not correct. I am allowed to or not allowed to. I'm not allowed to or I'm allowed to. Write the verb in the first form. Me, my bike. Ich darf mein Fahrrad nicht ohne Helm fahren. Okay, so das wäre die richtige Lösung hier. Wenn du alles ausgefüllt hast, rechts unten der Check-Button. Und wenn es richtig ist, wird es grün. Wenn alles grün ist, schickst du es mir. So, and this is your last exercise, your second exercise you have to do for your homework. Now tell me what you are allowed or not allowed to do and write it in those boxes. Don't forget the check button on the right hand side. So, also du musst jetzt hier selbst reinschreiben, was für dich persönlich zutrifft. Darfst du das daheim oder darfst du das daheim nicht? Das heißt, jeder dieser Sätze betrifft nur dich. Du fängst jeden dieser Sätze mit I an. Hier ist ein Beispiel, wie du diesen Satz zusammenbauen kannst. I am. Und jetzt musst du überlegen, darfst du deine eigenen Kleider, in dem Fall was, kaufen? Erinnere dich, im Students Book auf Seite 96, da geht es um eigene Kleider kaufen. I am allowed to buy my own clothes. Wenn du alles ausgefüllt hast, drückst du Check und es ist grün, wenn es richtig ist. Also, wenn es für dich zutrifft, dass du es nicht darfst, und du hier not hier reinschreibst, I'm not allowed to buy, ist das auch richtig natürlich. Ja? Du kannst hier auch die Abkürzung reinschreiben, I'm not allowed to buy. Auch das ist richtig. Also jeder Satz, den du hier grammatikalisch richtig reinschreibst, ist richtig. Achtung aber, du musst die Wörter verwenden, die in diesem Text auf Seite 96 vorkommen. Du kannst nicht schreiben, sell my own clothes, meine eigenen Kleider verkaufen, weil das ist nicht etwas, was vorkommt in diesem Text auf Seite 96. Ja? Also nochmal kurz gesagt, du schaust nach im Students Book auf Seite 96, dort steht buy my own clothes, kaufe meine eigenen Kleider. Und dann musst du jetzt hier ausfüllen, darfst du deine eigenen Kleider kaufen oder darfst du sie nicht kaufen? Du orientierst dich daran, I am, wenn du sie nicht kaufen darfst, musst du reinschreiben, I'm not. Dann die Form von allowed to, also dürfen. Und das Verb ist hier kaufen, meine eigenen Kleider kaufen, buy. Check und es wird dir grün angezeigt. Du fotografierst die Übung und schickst sie mir im EduSchool. Okay, ich hoffe, du hast heute genug gelernt. Ein Ding noch aus eigener Sache. Meine Kollegen waren auch so nett und haben hierbei mitgearbeitet. Um Vokabeln mitzulernen, was sehr wichtig wäre für diese Unit auch, so wie immer, haben wir einen Quizlet-Eintrag angelegt. Das heißt, wenn du diese App Quizlet hast, kannst du das üben und auch deinen Fortschritt aufzeichnen lassen. Du findest den Link dazu in deinem EduSchool. Und zwar wenn du in deine Klasse reingehst, an deiner Tafel angepinnt. Ja? Vokabellernen. Zum Vokabellernen der Unit 9 folge diesem Link, da drückst du drauf. Wenn du die App Quizlet runterlädst, kannst du auch deinen Fortschritt aufzeichnen lassen. Das ist ganz, ganz praktisch zum Vokabellernen, zum Wiederholen.
damit du dir auch leicht tust bei den Übungen, die wir machen und bei den Texten, die wir lesen. Schaut dann so aus, du kommst auf die Seite, hast hier so Karteikarten, dann gehst du hier auf den Punkt Lernen und es werden dir die Wörter angezeigt. Und du kannst sie auch hier eingeben. Lion Land zum Beispiel. Ja, und das geht dann so weiter. Wenn es noch zu schwierig ist, gehst du einen Schritt zurück und kannst davor die Vokabeln auch hier bei Karteikarten einfach anschauen. Ein Klick drauf. Hangout heißt herumhängen. Dann gehst du eine Seite weiter. Housewife ist die Hausfrau. Mix, vermischen. Clear the snow, Schnee räumen und so weiter. Okay. Good luck with your homework and have a nice day. See you next time. Bye.